Abends sind sie gerne unter sich. Exilkubaner in Miamis Stadtteil Little Havana. Die meisten flohen vor den regierenden Kommunisten in Kuba. So verloren sie zwar ihre Heimat, die Liebe zu ihrer Musik und Kultur ist aber geblieben. Das Interesse für das, was politisch auf der Karibikinsel passiert, ist groß. Viele verfolgen misstrauisch die bevorstehende Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Washington und Havanna. Die kubanische Regierung ist schlecht, sie kontrolliert alles. Das ändert sich nicht, wenn jetzt Botschaften eröffnet werden sollen. Die Beziehungen zwischen den USA und Kuba, werden sie wirklich neu geordnet? Oder ist das alles viel Rauch um nichts? Diese Exilkubaner vor einem Zigarrenladen werfen Präsident Obama Verrat vor. Obama denkt an seinen Nachruf und die Kubaner bleiben Sklaven. Alles, was ich sehe, ist, dass ein gescheiterter Präsident mit einem Diktator redet. Solange meine kubanischen Landsleute nicht frei sind, passiert gar nichts. Doch nicht alle denken so. Umfragen unter den etwa 2 Millionen Exilkubanern belegen, immer mehr unterstützen Obamas Tauwetterpolitik. So wie Nelia Santa Marina, die ich in ihrem Café in Miami treffe. Sie besucht regelmäßig Verwandte in Kuba. Ihr Rat an US-Kongressabgeordnete: Get on a plane. Steig in ein Flugzeug, fliege zu den Menschen nach Kuba und komme zurück mit einer Erfahrung, mit richtigen Informationen. Dann entscheide das Schicksal eines Landes, das du zuvor 55 Jahre nicht gesehen hast. Von den USA nach Kuba reisen, das werden schon bald sehr viele. Vor der kommunistischen Machtübernahme waren es 2,5 Millionen Menschen im Jahr. Die meisten nahmen damals das Schiff. Amerikanische Geschäftsleute kaufen alte Fähren auf, um noch in diesem Sommer Schiffsverbindungen nach Kuba aufzubauen. Mit dieser Investition erfüllt sich Brian Hall einen Kindheitstraum. Meine Großmutter machte Ferien in Kuba. Sie zeigte mir Urlaubsfotos und erzählte, wie wunderschön Kuba sei. Schon als Kind wollte ich immer nach Kuba reisen. Doch wegen des Embargos ging das nicht. Die Schiffsfahrt nach Kuba dauert 3 Stunden. Das Ticket wird $170 kosten. Ein sicheres Geschäft, glaubt Brian, der bislang sein Geld mit dem Bau von Schiffen verdient. Wenn sich Kuba jetzt öffnet, dann ist das für uns Amerikaner so wie der Fall der Berliner Mauer. Mein Unternehmen, Cuban Cat, wird zum ersten Mal seit 55 Jahren kubanische Familien aus den USA und aus Kuba zusammenbringen. Das sind schon tolle Zeiten, die wir erleben. Die Zeitenwende in Kuba kommt. Sie bringt Chancen, die sich Brian nicht entgehen lassen will.